Damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Sweet Transit hier beim Metalizer. Beim letzten Mal habe ich euch ja schon mal die Grundlagen gezeigt und heute wollen wir uns das Ganze mal ein bisschen näher anschauen. Also wie man zum Beispiel Routen erstellt, wie so ein Strecken- oder Schienennetz aussehen kann und was ihr sonst noch so in Sweet Transit machen könnt und müsst. Kurz zur Info, Sweet Transit ist so ein bisschen eine Mischung aus Anno und Factorio. Wir bauen uns eine komplett eigene Welt. Das heißt, wir bauen uns Dörfer und Städte. Und das einzige Transportmittel in Sweet Transit sind Züge. Naja, gut, nebenbei, die Dorfbewohner laufen noch ab und zu mal zu Fuß irgendwo hin, zumindest zum Fischer oder zu anderen Industrien, die im Dorf sich befinden. Aber sowas wie ein Sägewerk, Kohlemine, Ziegelei, das alles findet per Zugtransport statt und dementsprechend bauen wir uns ein riesengroßes Schienennetz. Das Besondere ist aber auch, wir bauen uns die Städte auch komplett selbst. Die Städte wachsen nicht einfach so, sondern wir bauen die Städte selbstständig aus. Und wie das Ganze aussieht, das zeige ich euch jetzt. Ja, und beim letzten Mal hatten wir unser erstes Dorf gebaut, das war Hamburg, und haben dann schon die erste Kohlemine platziert. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, ihr findet es auch nochmal in der Beschreibung bzw. in der Infobox. Und wir verbinden jetzt hier Hamburg mit unserer Kohlemine. Das Ganze machen wir natürlich über Schienen und verbinden das Ganze miteinander, damit wir schon mal einen grundlegenden, eine grundlegende Verbindung haben. Und jetzt schauen wir natürlich, wie sieht das Ganze aus. Durch die Signalstellung können die Züge natürlich nur in eine Richtung fahren. Jetzt habe ich es hier so eingerichtet, dass ich die Signale auch platziert habe, dass sie in beide Richtungen fahren können, damit wir zumindest schon mal ein Gleis haben, wo Züge in beide Richtungen fahren können. So, und dann ist mir natürlich aufgefallen, ist ja vielleicht doch nicht ganz so clever von mir, wenn ich die in beide Richtungen fahren lasse, weil dann könnte es ja auch zu Stau und Problemen führen. Also habe ich das Ganze wieder rückgängig gemacht und habe sie in die andere Richtung geschickt, dass sie nur in eine Richtung fahren können, dass wir zumindest das Gleis hier nutzen können. Ihr müsst euch immer vorstellen, für mich persönlich ist es einfacher, wenn ich ein Gleis nur einseitig befahrbar mache und dann lieber noch ein zweites Gleis zusätzlich ziehe. Die Signale stellen wir im Übrigen auf, damit wir verschiedene Blöcke haben. Also auf unserer Schiene bzw. auf unserer Linie gibt es verschiedene Blöcke und in jedem Block kann sich immer nur ein Zug aufhalten. Und dementsprechend habe ich diese Blöcke gebaut. Damit unser Zug aus Hamburg jetzt auch zurückkommen kann, müssen wir natürlich nochmal ein weiteres Gleis verbinden. Das mache ich jetzt hier an der Stelle. Und zwar ziehe ich einen Kreis. Und durch diesen Kreis, das heißt, der Zug kommt unten auf Gleis 3 sozusagen an und fährt dann auf Gleis 2 durch diese Kurve eben wieder zurück nach Hamburg. Das ist sehr, 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 sehr simpel. Man kann natürlich auch mit Signalen noch wesentlich komplexere Schienen- und Streckennetze aufbauen. Aber wie ich bereits in der ersten Folge erwähnt habe, ich habe vielleicht beim Tutorial nicht ganz so gut aufgepasst. Hätte ich mal nachholen sollen. Man muss dazu aber sagen, das Tutorial von Sweet Transit ist schon relativ gut. So, was habe ich jetzt hier gemacht? Jetzt habe ich hier die beiden Gleise parallel zueinander laufen lassen und der Kopfbahnhof in Hamburg ist jetzt so eingestellt, dass wenn ein Zug von der Kohlemine kommt, dann schaut er erstmal, ob dieses eine Gleis frei ist. Wenn das Gleis nicht frei ist, hält er eben entsprechend am Signal an. So, und ich habe jetzt halt auch hier wieder mehrere Signale hintereinander platziert. Und bei Sweet Transit ist es auch so, dass man sehr, sehr, sehr viel Zeit in den Ausbau des Schienen- und Streckennetzes setzt. Was aber auch durchaus Spaß machen kann, muss man dazu sagen. So, und wir haben jetzt die Strecke fertig und wir brauchen ein Depot. Also ein Depot, wo unsere Züge fahren. Und dieses Depot kostet uns Lehm, beziehungsweise Lehmziegel. Wir haben aktuell zu Beginn des Spiels 100 Ziegel. Das zeige ich hier auch nochmal und wir können auch später sehen, wie viel produziert wird und wie viel Unterhalt uns das Ganze kostet. Und ich habe dieses Depot jetzt in der Nähe unseres Schienennetzes platziert, wo ein bisschen Platz war. In dem Fall war es an der Stelle. Und auch wichtig, wir können nur Züge erstellen, die ins Depot auch reinpassen. Das bedeutet also, dass wir an der Stelle jetzt hier nur Züge bauen können,
die maximal 10 Kacheln groß sind. Wollen wir größere Züge bauen, müssen wir das Depot entsprechend erweitern. Ich habe mich dann darum gekümmert, dass das Depot auch von überall aus erreichbar ist. Auch hier habe ich wieder mit einer zweigleisigen Variante gearbeitet, weil ich davon ausgegangen bin, dass wir zu Beginn nicht so viele Züge haben werden, die vom Depot aus auf die Route raufgeschickt werden, beziehungsweise die ins Streckennetz eingesetzt werden. Eine Besonderheit, die ich hier verwendet habe, das zeige ich euch gleich bei der Zugerstellung. Ich habe Züge erstellt, die einen sogenannten Multidrive haben, also beziehungsweise so gesehen in beide Richtungen fahren können. Das heißt also, ich habe eine Lok vorne, eine Lok hinten. Das zeige ich euch aber gleich im Detail. Ich habe mich jetzt hier erstmal, wie gesagt, ein bisschen um die Signale nochmal gekümmert und habe geschaut, dass das alles passt. Wichtig bei den Signalen ist auch, setzt die Signale nicht zu dicht hinter der Weiche. Weil wenn ihr einen längeren Zug habt, dann blockiert unter Umständen der hintere Zugteil die komplette Weiche. Und andere Züge, die da durchfahren wollen, vielleicht kommen nicht mehr durch, weil dieser Bereich gesperrt ist. Also guckt, dass ihr Signale später platziert. Was auch funktioniert, wir können Stationen umbenennen. Ich habe diese Station jetzt hier in Hamburg nach HBF benannt, also Hamburg Hauptbahnhof, um das später in der Routenplanung besser zuordnen zu können. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Also fangt am besten gleich mit einer vernünftigen Nomenklatur an. Also benennt eure Station richtig und korrekt. Wir sehen jetzt hier übrigens, wir müssen Arbeiter in die Kohlemine schicken. Und das ist auch eine Besonderheit. Wir schicken Arbeiter nicht nur einmal hin. Nein, wir müssen dafür sorgen, dass die Arbeiter auch regelmäßig ausgetauscht werden. Also die wollen frei haben, die wollen Wochenenden haben. Gut, Gewerkschaften gründen sie noch nicht, aber sie wollen da hingefahren werden. So. Und wir können jetzt hier ein Preset erstellen. Dementsprechend, ich habe es Personenzug genannt. Warum auch immer, eigentlich wollte ich es Personen und Kohle nennen. Und hier ist jetzt der Routenplaner. Und beim Routenplaner habe ich auch losgelegt und habe gesagt, Hamburg Hauptbahnhof nach Kohle, haha. Wir können verschiedene Farben für unseren Zug auswählen und diese Farben auch als Preset speichern. Und hier habe ich jetzt geguckt, wie gesagt, wir starten am Hamburger Hauptbahnhof und dort werden Arbeiter ausgetauscht. Und wir können Konditionen erstellen oder Conditions erstellen. Das heißt, wir sagen, wenn der Zug zu 100% gefüllt ist, wir können auch sagen, es soll nur zu 50% gefüllt sein, können wir flexibel einstellen. Gleichzeitig können wir aber auch eine Or Condition einstellen, also entweder oder, der Zug ist zu 100% beladen oder er wartet 20 Sekunden lang. Danach fährt er dann zur Kohlemine nach Hamburg und auch hier müssten wir jetzt eigentlich eine Waiting Condition erstellen. Was wir aber schon sehen jetzt hier, ist, wie unsere Route aussieht, das sehen wir farbig. Und jetzt stellen wir fest, oh, Moment, ja, aber der kommt ja aus Hamburg gar nicht, also von der Kohlemine Hamburg kommt er ja gar nicht mehr weg. Das ist ja auch nicht so cool, ne? Dementsprechend habe ich diesen Multidrive nachher eingestellt, damit der Zug, weil der Zug kann nicht drehen oder wenden. So, und natürlich gesagt, okay, wir warten einmal, beziehungsweise wir lassen die Leute aussteigen, beziehungsweise wir gucken, dass die Passagiere bei 0% sind, was aber Quatsch ist. Ich habe einfach gesagt, wir warten hier 20 Sekunden. Und gleichzeitig soll er aber auch noch an der Kohlemine Kohle zusätzlich aufladen, weil wir wollen in Hamburg ja auch Kohle haben. Das können wir über einen Filter machen. Und auch hier sage ich halt eben, entweder Cargo bei 100%, also voll beladen, oder aber 20 Sekunden Zeit sind vergangen. Und dann fährt er nach Hamburg zurück. Und lädt er dann natürlich die Kohle entsprechend ab. Ja, und theoretisch ist unsere Route damit fast fertig. Wie gesagt, fast, weil wir müssen am Hamburger Hauptbahnhof natürlich auch noch eine Kondition definieren. In dem Fall soll die Cargo komplett abladen oder 20 Sekunden warten. Und damit ist die Route dann tatsächlich fertig. Wir können dann noch ein bisschen rauszoomen, um uns das Ganze anzuschauen. Jetzt brauchen wir tatsächlich den Zug. Dazu nehme ich eine Lokomotive, sage dazu, hey, pack mal bitte noch einen Coal-Tender hinten mit dran, damit wir Zusatzkapazität für die Ladung haben. Nehmen einmal einen Personenwagen, wo 40 Personen reinpassen, zweimal Cargo für Kohle und ich drehe den Zug dann am Ende, also die Lokomotive am Ende, noch einmal um. Und hier kann ich jetzt sagen, Multidrive mit Reverse und er versucht, also er präferiert die Fahrt in umgesetzte Richtung, nachdem er am Ziel angekommen ist. Und dann kann ich einmal sagen, okay, wir möchten nicht nur eine Kopie haben, sondern wir möchten das Ganze zweimal haben und wähle dann nur noch die Route aus. Dann drücke ich auf Bauen, zack, und schon wird unser erster Zug gebaut. Das dauert dann ein paar Sekunden, also wir brauchen dafür noch keine Rohstoffe außer eben Geld. Ob sich das nachher in der finalen Version ändert,
Weiß ich nicht. Kameraperspektiventechnisch, wir können die Kamera in vier Richtungen drehen, aber wir können sie nicht frei drehen. Das heißt, wir haben immer eine starre Ansicht, beziehungsweise so gesehen vier starre Ansichten. Ist aber auch okay, man gewöhnt sich relativ schnell dran und ich mag diese Perspektive, weil mir fallen persönlich in solchen Spielen Perspektivwechsel unfassbar schwer. Ich bekomme es einfach visuell nicht gebacken, wenn ich die Kamera zu sehr drehe. Moment, hier ist jetzt mein Rathaus, aber unten unterm Rathaus war doch beispielsweise ein Brunnen. Wenn ich die Kamera drehe, komme ich es einfach nicht hin, das mir visuell vorzustellen. Ich meine, das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen verrückt, aber ich mag halt eben eine feste Kameraperspektive, an der ich mich lang orientieren kann, was Bauen angeht. So, wir sehen jetzt aber hier unseren Zug. Wie gesagt, grafisch immer noch Factorio so ein bisschen. Ich sag's immer wieder, ich weiß. Aber unser Zug fährt jetzt gerade nach Hamburg und er hat natürlich auch Treibstoff, in dem Fall Kohle. Es soll später auch noch Diesel und Co. geben, aber unser Zug aktuell fährt mit Kohle. Und er ist jetzt auf dem Weg nach Hamburg, wir sehen auch die Geschwindigkeit, wie schnell er fährt. Und das Wichtige ist, der Zug wird nicht automatisch mit Kohle beladen, wenn er irgendwo einfach anhält, sondern an der Station, wo der Zug hinfährt, muss eben auch Kohle vorhanden sein, damit er es nachladen kann. Das ergibt Sinn, macht Sinn. Also beides. Ich sage auch gerne, es macht Sinn. Und dementsprechend wartet unser Zug jetzt hier. Wir haben jetzt hier die Conditions, die erfüllt werden müssen. Entweder zu 100% gefüllt. In diesen Personenwagen passen jetzt 40 Personen rein oder 40 Arbeiter rein. Oder aber eben Zeit vergeht. So, und jetzt ist er beladen. Und ihr seht schon, er fährt jetzt in die entgegengesetzte Richtung los. Also die Züge drehen nicht automatisch um, sondern ihr müsst tatsächlich in beide Richtungen eine Lokomotive haben, beziehungsweise Reverse Drive einstellen. Ja, und wenn das alles geklappt hat, dann fahren die Züge, wie hier zu sehen, jetzt eben entsprechend ihren Kreis, beziehungsweise auf der vorgegebenen Route. Dazu kommt, dass, wie bereits erwähnt, Züge an Signalen auch entsprechend anhalten, wenn sie rot sind. Es gibt zwei Signaltypen bei Sweet Transit. Allerdings, das eine sind Chain Signals, also Kettensignale. Da muss ich mich auch noch ein bisschen reinarbeiten. Und ja, die erste Strecke oder erste Route ist erstellt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst gerne ein Like da. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Und ich verlinke euch wie immer den Discord von Sweet Transit und auch das Spiel auf Steam in der Videobeschreibung. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer.